Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die breiter als zwei Türsteher Box von Macho. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Breiter als zwei Türsteher von Macho, das Ganze aus dem Jahr 2015. Wir haben hier eine schwarz- bzw. dunkelgraue Box. Banger Musik präsentiert, BA2T, breiter als zwei Türsteher, BAT hier in schwarz und der Zweier hier in gelb, sieht so aus, als wäre der frisch aufgesprüht worden, hier so mit Farbverlauf. Und dann haben wir hier noch einen FSK 16 Aufkleber, finde ich gut, dass es nur ein Aufkleber ist, kann man dann runter machen, sehr schön. Unterseite blank schwarz, rechte Seite ebenso. Obere Seite hier leicht noch dieser Verlauf mit diesem Dunkelgrau und auf der Seite lesen wir dann BA2T, breiter als zwei Türsteher. Und auf der Rückseite, auch wieder in dieser gelben Optik, als wäre das frisch aufgemalt worden, das Logo von Macho, also hier Macho mit diesem Tier, mit diesem Stier auf den Schultern, das wir auch schon von der ersten Box kennen, also von breiter als der Türsteher. Und dann haben wir noch Credits und einen Barcode. Gut, die Box öffnet sich mehr oder weniger schon von selbst, da sie relativ prall sein gefüllt sein dürfte. Also wir haben hier einmal, das zähle ich jetzt nicht wie als Boxinhalt, einmal diese Information zu der FSK-Kennzeichnung. Weg damit. Wir haben hier einmal ein T-Shirt. Dann haben wir hier drei Sticker. Einen, ja, so eine Armbinde, Armhalterung für das Handy. Schauen wir uns noch an. Eine Autogrammkarte, ein Poster, ein zweites Poster, Bonustracks, DVD und dann der Hauptbestandteil, das Album an sich. So sieht die Box von innen aus, komplett in schwarz gehalten das Ganze und hier dann auf der rechten Seite dieser Einleger, in dem ihr die CD, also das Album, das Digipack, hier wieder verstauen könnt. Gut, wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das aus. Banger Musik präsentiert. Macho breiter als zwei Türsteher. Und auch hier wieder haben wir den guten Mann abgebildet. Oberkörperfrei, wie man ihn kennt. Und auch hier wieder dieses Tier. Wobei hier, meiner Meinung nach, ist es kein Stier, sondern ein Bison, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht der große Biologe, aber es sieht für mich eindeutig aus wie ein Bison. Breiter als zwei Türsteher. Gut, auf der linken Seite, also auf der Rückseite, lesen wir auch nochmals BA2T, breiter als zwei Türsteher, mit der Info, dass sich hier auch eine DVD darin befindet. BA2T, breiter als zwei Türsteher. Und dann haben wir hier 17 Tracks aufgelistet. Plus eine DVD, plus eine Instrumental-CD, plus eine zweite DVD. Dann dürfte das wohl die dritte DVD sein. Schauen wir uns gleich nochmal an, wie das genau gemeint ist. Wir haben bei diesen 17 Tracks einige Features, großteils aus dem Camp von Banger Musik. Wir haben auch Gesangsfeatures, nämlich hier zweimal Philippe Haitier. Und dann haben wir Features von Summer Jam, Yasko, Farid Bang, Casey Rebel. Also, die Banger hier vertreten. Meine Favoriten dieser 17 Tracks sind einmal der Track 1 im Land, Nummer 9, und dann der Track mit Yasko, Jungs von der Straße. Generell muss ich sagen, dass ich die Beats großteils sehr schön fand auf dem Album. Also, die haben mir echt gut gefallen. Barcode und Credits hier unten. Dann werfen wir mal einen Blick hinein. Macho, das Logo wieder. Banger Musik. Okay, und hier haben wir wirklich jede Menge Inhalt. Also, wir haben hier, das dürfte das Album an sich sein, in gelb die CD. Breiter als zwei Türsteher. Das ist das Album. Dahinter so schwarz-gelb. Dann haben wir breiter als zwei Türsteher, beziehungsweise breiter als der Türsteher live. Hier haben wir den 16er,
Dieser DVD dürften wir wohl in 16 auf der Box verdanken. DVD 1, Breit als der Türsteher live. Also es dürften Live-Aufzeichnungen sein von seiner ersten Tour, von seinem ersten Album. Ich glaube, er war damals mit Summer Jam gemeinsam auf Tour. Das war die Hack und Breit als der Türsteher Tour. Dann haben wir ein Booklet, zu dem kommen wir gleich. Dann haben wir noch eine Instrumental-CD. Diese ebenfalls in Gelb gehalten. Instrumental-CD lesen wir hier. Auch hier wieder Schwarz und Gelb dahinter. Und dann haben wir noch eine zweite DVD. Und diese ist ab 12 Jahren freigegeben und nennt sich Macho macht die Tür. Sehr schön. Gut, also jede Menge in diesem Digipack. Wir werfen mal einen Blick ins Booklet. Das Cover kennen wir bereits. Banger Musik. Wir haben hier Macho abgebildet mit dunkelgrauer Lederjacke. Und dann haben wir hier die einzelnen Tracks aufgelistet. Und man sieht schon, dieses Artwork hier, dieses dunkelgrau-gelb, zieht sich hier wirklich durch das ganze Album. Auch durchs Booklet natürlich. Gefällt mir gut, diese Farbkombination. Hier Macho mit einem Kenzo Pullover. Okay, Ballmauer T-Shirt. Weitere Tracks. Macho am Zigarre rauchen. Hat auch viel Zeit mit Kollegen verbracht. Eventuell daher die Zigarre. Aus dieser Zeit noch weitere Tracks. Dann hier noch die Infos. Instrumental CD und DVD 1, DVD 2. Die Credits zum Album, wer wofür verantwortlich ist. Und hier auch nochmal im Überblick. Und zum Abschluss haben wir nochmal Macho oberkörperfrei. Ja, entweder sehr stark am Schwitzen oder irgendwie mit Wasser besprüht. Wahrscheinlich für die Damen interessanter als jetzt für mich. So, das war's mit dem Digipack. Was ich spannend finde, wir hatten jetzt schon zwei DVDs in diesem Digipack. Und dann haben wir noch eine DVD. Breit als der Türsteher DVD. Meine Trainingswoche. Okay, alles klar. Bedeutet, nachdem er Macho sehr stark diesen Fitness-Lifestyle verkörpert und auch in seinen Texten rappt, dürften wir hier einen Eindruck bekommen davon, wie sein Training aussieht. Meine Trainingswoche ab 12 Jahren. Und das Ganze in einer Papphülle. Also wirklich drei DVDs in dieser Box enthalten. Und dann haben wir noch einen Tonträger, die Breiter als zwei Türsteher Bonus-Tracks. Das sind drei Stück inklusive drei Instrumentals. Also, diese drei Tracks gibt es noch oben drauf. Dürften allesamt, ja, dürften drei Solo-Tracks sein, inklusive der zugehörigen Instrumentals. BA2T Bonus-Tracks. Die ebenso in einer Papphülle. Dann haben wir drei Sticker. Einmal im Querformat diesen Sticker, breiter als der Türsteher. Ich wurde zurückgehalten damals. Dann diesen Sticker, auch wieder mit Banger-Musik präsentiert, BA2T, breiter als zwei Türsteher. Und dann auch diesen in Herzform mit I Love Macho. Eine Autogrammkarte haben wir noch. Macho hat hier unterschrieben mit schwarzem Stift. Sieht gut aus. Und auf der Rückseite die Social-Media-Auftritte von Macho bzw. SMS Audio, die ja einen Vertrag mit Banger Musik haben. Dann haben wir, relativ ungewöhnlich in Boxen, aber mich freut es immer, mehrere Poster. Und zwar haben wir hier einmal dieses Poster, relativ klein, BA2T. Und auf der Rückseite haben wir Machos Trainingswoche abgebildet. Also kann man natürlich hier sich inspirieren lassen beim Training oder wirklich komplett das Macho-Training übernehmen und dann auf der DVD wahrscheinlich nochmal detailliert sehen, wie das gemeint ist, wie er die einzelnen Übungen ausführt. Und dann haben wir noch ein Poster, dieses etwas größer. Und zwar haben wir einmal im Querformat Macho Arm Zigarre rauchen. So sieht das aus.
hier mit Gucci Umhängetasche und Goldketten behangen. Und auf der Rückseite natürlich, wie könnte es anders sein, nochmals Macho, oberkörperfrei. Und oben rechts lesen wir nochmal, ich hoffe, man kann das sehen, Mr. Macho. Ja, wie gesagt, das ist wahrscheinlich eher für die Frauen geeignet. Ich kann damit eher weniger anfangen. So, dann haben wir noch einmal diese Armbinde. Also wir haben hier die Möglichkeit, das Ganze hier einzufädeln und dann in entsprechender Größe, je nachdem wie man es braucht, am Arm zu fixieren. Das Ganze in Gelb und dann haben wir hier so ein Sichtfenster, wo man eben, ja, je nachdem, Handy, MP3-Player, was auch immer, verstauen kann. Relativ groß, also hier passen, glaube ich, sowohl Samsung als auch iPhones hinein, kein Problem. Und dann haben wir hier noch einen Macho-Logo-Aufdruck in Schwarz. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich verwende sowas nicht. Also auch wenn ich beim Training Musik höre, dann habe ich die dann meistens in der Hosentasche irgendwie verstaut, weil mich das dann mit der Zeit nervt, gerade wenn man dann schwitzt und das dann irgendwie reibt oder so. Also ich muss ehrlich sagen, ich verwende solche Armtaschen nicht, aber ist auf jeden Fall eine nette Sache und macht auch Sinn, da ja Macho wirklich diesen Fitness-Lifestyle predigt. Daher ist der Boxinhalt stimmig in meinen Augen. Und als letzten Boxinhalt haben wir noch dieses T-Shirt in dunkelgrau und vom Design her, so etwas habe ich auch noch nie gesehen. Wir haben hier klassisch den Inhalt oder beziehungsweise den Albumtitel, weiter als zwei Türsteher abgebildet, aber wir haben dann hier wirklich jeden einzelnen Track, der auf dem Album vorkommt, hier nochmal aufgelistet. Also Jungs von der Straße bis hin zu Täglich grüßt das Murmeltier, alle Tracks vorhanden. Hier unten nochmal zu lesen, Banger Musik. Alle anderen sind die anderen, Banger Musik Imperium 2012. Fühlt sich auf jeden Fall gut an, Banger Musik legt ja generell immer Wert darauf, auf ihre T-Shirts, sind meistens dann eher Merch-Qualität, Banger Musik. Neckprint haben wir keinen. Jetzt würde mich noch interessieren, ob wir hier einen Zettel vorfinden, aber meistens nein. Also das bleibt meistens geheim, was das genau für ein Material ist und woher das kommt. Rein vom Material, rein vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, es ist Baumwolle, vielleicht mit 10-20% Elastananteil, aber es kann auch nur Baumwolle sein. Ist auf jeden Fall so ein bisschen dehnbar und wir schauen uns das mal kurz im Detail an, wie das aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben hier unter der Brust diesen großen Aufdruck BA2T, breiter als zwei Türsteher, darüber und darunter die ganzen Tracks, die auf dem Album zu finden sind, in Gelb. Und dann haben wir natürlich unten noch diesen Aufnäher, Banger Musik, alle anderen sind die anderen. Von der Farbe her relativ ungewohnt, die meisten T-Shirts sind dann ja doch in Schwarz oder Weiß gehalten, dunkelgrau eine nette Abwechslung und ja, gerade das mit den Tracks, mit der Trackliste, finde ich eine sehr interessante Gestaltung. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt, müsste Größe L sein, meiner Meinung nach. Dann diese Armtasche fürs Fitnessstudio, für den Sport generell. Eine unterschriebene Autogrammkarte. Ein großes Poster, doppelseitig, einmal Querformat, einmal Hochformat. Dieses kleinere Poster, jeweils im, also doppelseitig bedruckt auch, jeweils im Querformat. Drei Sticker an der Zahl. Breiter als zwei Türsteher, die drei Bonustracks inklusive der drei Instrumentals. Die DVD Macho macht die Tür. Und dann dieses Digipack, welches beinhaltet das Album an sich, die Instrumentals, die breiter als der Türsteher Live-DVD und die Macho macht die Tür-DVD. Jede Menge Inhalt. Das alles in dieser wunderbaren Box, breiter als zwei Türsteher von Macho.
Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Macho unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.